gewaltverherrlichende Spielzeuge. Nein, natürlich nicht. Wir bringen hier Videospiele-Fans in Bewegung und raus an die frische Luft. Bei Eltern ist es ja häufig so, Kinder lieben solche Spiele, sitzen aber dafür die ganze Zeit am Computer. Bei Recoil von Goliath ist es anders. Sie kommen damit wirklich nach draußen, müssen an die frische Luft und sich auch richtig bewegen, rennen, hüpfen, verstecken, hinter Hindernissen in Deckung gehen. Also alles, wo man so richtig auch ins Schwitzen kommt. Und so geht schon ein bisschen Richtung Sport auch auf jeden Fall. Finde ich prinzipiell super, weil Kinder ja zu sehr so unbewegt sind. Aber wie funktioniert es dann, dass man es praktisch draußen spielen kann? Also wir haben immer eine Spielzeugpistole, die ist per Bluetooth verbunden mit einem Smartphone. Es gibt eine kostenlose Recoil-App und in der App habe ich alle Elemente, die ich auch aus dem klassischen Videospiel kenne. Also Munition aufsammeln oder Special Booster oder den Gesundheitszustand, Treffersensoren, alles wird in der App angezeigt. Und nach draußen geht man zusammen mit einem WLAN-Hub. Den stellt man an den Startpunkt fest und innerhalb von diesem Startpunkt hat man einen Radius von 150 Metern, in dem man sich bewegen kann. Also man kann sich auch hinter einem kleinen Hügel mal ducken oder man kann auch mal auf dem Parkplatz spielen, mal hinter einem Auto in Deckung gehen. In diesem Radius kann man sich eben frei bewegen und auf seine Gegner ziehen. Also eine schmerzlosere Paintball-Variante quasi. Genau, also Schmerzen hat man hier überhaupt gar nicht. Es kommt nichts vorne raus. Das funktioniert mittels Infrarot. Man hat an der Pistole insgesamt 3 Sensoren und noch einen an der Kleidung. Und die Sensoren registrieren jeden Schuss und übermitteln das dann an die App, sodass es einem wirklich nicht wehtut. Wollt ihr das uns mal ein bisschen demonstrieren? Ja. Das macht hier aber auch ein Wahnsinnsgeräusch, also wenn die beiden spielen. Höre ich das dann auch auf dem Smartphone? Ja, also entweder man hört es über das Smartphone, aber noch besser ist, wenn man Kopfhörer ans Smartphone anschließt. Dann hat man nämlich einen richtigen 3D-Sound und über das Smartphone-Mikrofon kann man sich auch mit seinem Team austauschen und so richtig auf eine Mission gehen und seinen Gegner überraschen. Du sagst jetzt Team, wie viele Leute können das spielen? Bis zu 16 Personen können sich mit dem WLAN-Hub verbinden. Also es ist richtig, wow. Team Spirit trifft auf Just for Fun. Ich habe jetzt hier auch so einen Rückschlag festgestellt. Das ist auch dabei, oder? Genau, richtig. Recoil heißt ja Rückstoß und es ist sehr real, dieses Erlebnis. Und der Rückstoß der Waffe macht natürlich noch realistischer das Spielerlebnis. Wo geht es mit diesen Geräten in die Zukunft hin? Wollt ihr das von der Distanz noch weiter ausbauen? Wollt ihr da noch andere Tools reinmachen? Was plant ihr? Konkret ist da noch gar nichts geplant. Wir schauen jetzt, wie der Marktlaunch startet. Es kommt ab Sommer, ist es auf dem Markt. Aber Recoil stammt aus Amerika und da gibt es auf jeden Fall noch einige coole Produkte auf Lager. Schauen wir mal, wann sie kommen. Alles Gute damit. Danke.